Ja, moin moin, Hauke Ader von der Buchhandlung, Almut Schmidt, beziehen von Leseschatz. Ein Autor, der mich eigentlich die ganze Zeit verfolgt, seitdem ich Buchhändler bin, seitdem ich mich die ersten Schritte in die Buchhandlung gemacht habe. Das heißt, als ich mein erstes Praktikum in Rendsburg in der Coburgschen Buchhandlung gemacht hatte, lieben Gruß, falls jemand aus dieser Buchhandlung das hier gerade mal sehen sollte, kam gerade heraus Jostein Gaarder, Sophies Welt, und das war auch so ein Abschiedsgeschenk für mich, als ich mein Praktikum beendet hatte. Es ist ein Jugendbuch, ist aber auch ein Buch für Erwachsene, was sich auch um Philosophie dreht. Jostein Gaarder hat seitdem viele Bücher geschrieben, wie so das Orangenmädchen, Sophies Welt, hat schon gesagt, Kartengeheimnis. Es sind Bücher, die mich immer wieder zum Nachdenken anregen. Er schreibt es immer sehr mit einer Leichtigkeit, mit einer schönen Sprache, sodass man eintauchen kann und sich selber Gedanken machen kann. Und er hat einen neuen Streich herausgebracht, Genau richtig. Genau richtig ist eine Anspielung auf den Moment bzw. im Leben, dass zum Beispiel das Universum ja aus bestimmten genau richtigen Faktoren das Leben kreieren konnte. Also ist alles Zufall oder wiederum nicht Zufall? Das sind so seine existenziellen Fragen, die sich Jostein Gaarder immer wieder in seinen Texten stellt. Er hier einen Protagonisten beschreibt, der sich zurückzieht in eine Hütte, die sie vor längerer Zeit mal gekauft haben. Und hier sich seine letzten Gedanken macht, das in dem sogenannten Hüttenbuch festhält. Das sind seine Gedanken, aber auch gleichzeitig sein Bericht. Er steht nämlich vor einer großen Entscheidung. Wir wissen, er ist schwer krank und er überlegt nun, ob er am nächsten Morgen noch unter den Lebenden sein möchte. Was ich schon sagte, er spielt mit den Zufällen etc. Das wird auch zum Beispiel bei dem Bild deutlich, wie sie zu dieser Hütte gekommen sind. Er lernt seine Frau bzw. seine zukünftige Frau kennen, sind beides Studenten, und sie verlieben sich ineinander und sie machen einen Ausflug eines Tages, wo sie das Fahrzeug ihres Vaters leihen darf, und sie fahren in eine Waldregion und finden dort ein Märchenschloss, wie sie es nennen, eine Hütte, in die sie einbrechen, nichts ahnt, dass es genau die Hütte ist, die sie Jahre später käuflich erwerben werden. Und dort hat es bisher nur einen Einbruch gegeben. Wie sich herausstellt, war es natürlich der Einbruch von den beiden. Und als sie diese Hütte erwerben, ist es auch genau diese Hütte, die er jetzt in der Gegenwart dieser Erzählung halt, in der er gerade ist und halt diesen Bericht schreibt. Also Zukunft, Gegenwart sowie auch die Vergangenheit greifen ineinander, so wie es alles immer bei Jostein Gaarder halt eins ist. Er schreibt hier mit einer Leichtigkeit, auch mit einer Tiefe, die irgendwie immer wieder Spaß macht. Ein Buch, was ich sehr empfehlen möchte. Es spricht viele Themen an. Es ist niemals kitschig. Es ist wieder illustriert von Quint Buchholz. Wie könnte es anders sein? Übersetzt von, müsste ich jetzt sogar nochmal schnell nach, von Gabriele Hefs natürlich. Also, mein Lesetipp, Jostein Gaarder, Genau richtig. Das genau richtige Buch jetzt für die Sommertage. Das heißt, man kann sich nochmal schnell gut unterhalten, aber trotzdem tiefgründig eintauchen in die typischen Jostein Gaarder-Fragen. Bis bald, Hauke Ader von der Buchhandlung Schmidt bzw. Leseschatz. Tschüss!